So, nächstes Spiel. Nordirland gegen Deutschland. Los geht's. Gott, Alter, hoffentlich nicht mehr so eine Niederlage wie letztes Spiel, ey. Lol. Weiterer Schritt auf dem Weg zum Finale in Paris. Wir alle genießen diese einzigartige und gute Atmosphäre hier. Wenn die Spieler auf den Platz treten, wird die Fieberkurve sicher ihren Höhepunkt erreichen. Naja, los jetzt. Der Ball rollt. Hansi, wer ist für dich eigentlich die Schlüsselfigur? Komm, Wanner. Die Frage ist natürlich immer, ruft ein Spieler alles das ab, was er drauf hat? Wenn Mario Götze das tut, dann wird das für uns heute hier eine Augenweide. Da bin ich mir sicher. Diese Einschätzung teilt vor auch die gegnerische Abwehr. Er wird ihnen ziemliches Kopfzerbrechen bereiten. Oh, wieso gehst du nicht daran? Mario Götze. Yes, Alter. Kein Torhüter der Welt hätte den halten können. Ein Schuss wie ein Donnerschlag. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Geil. So muss es sein. Sie haben das so wichtige erste Tor erzielt. Anfangs hat das ja gar nicht so schlecht ausgesehen. Aber am Ende wurden ihre Pläne durchkreuzt, bevor sie in den gefährlichen Bereich vordringen konnten. Versucht die Gasse zu finden. Los, komm, komm, komm. Sauber. Ein Ball für den Tor. Rentner. Da geht er alleine. Oh. Glück gehabt. Die Passgenauigkeit ist aller Ehren wert. Die Abschlussgenauigkeit zumindest in dieser Szene nicht. Ja. Komm, komm. Schieß. Mario Götze. Oh. Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Ganz aggressives Pressing und der Stürmer macht mit. Er ist ein Spieler, das wissen wir nicht derzeit heute, den du nicht aus den Augen lassen darfst. Deutschland schon in den ersten 10 Minuten mit dem Tor und geht damit 1:0 in Führung. Komm, schieß runter. Jawohl. Oh. Shit. Aber natürlich immer.
Oh, diese blöde Sau. Aha. Das ist meiner. Na. Johnny Evans. Mats Hummels. Mesut Özil. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Oh, Scheiße. Etwa ein Drittel des Spiels ist vorüber. Geh doch mal da ran. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Oh, Scheiße. Schieß doch weg. Da ist die Möglichkeit. Boah. Das wird nix. Weit vorbei. Da haut er einfach mal drauf. Das hätte was werden können. Nee, geht er durch, ey. Das ist die Fuck. Lol. Mario Götze. Oh, Scheiße. Der Torhüter haut ihn weit raus. Rot abgelaufen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Nein. Doch. Der Keeper hätte diesen Ball nicht gehabt, aber er gehört nicht zu dieser Mehrheit. Geil. Langer Ball in den freien Raum. Er versucht ihn reinzuspielen, aber das war nicht gut abgestimmt. Lauf, lauf. Sehr schön. Da treibt er den Ball weit vor. Der Ball kommt durch. Ab in Richtung. Nein. Ja, oh, guter Versuch, aber das war's mit der ersten Hälfte. Die Mannschaft hat ihren Rhythmus gefunden. Insbesondere läuferisch ist das eine ganz starke Leistung. Es steht 1:0 und wir hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt in Durchgang 2. Deutschland führt aber eben nur knapp. Der Spielstand 1:0. Komm, Randa. Na, oh. Kannst du eine Schablone drauflegen, wie vorhin, und wieder kratzen? Ich bin mir ziemlich sicher, der Trainer hat Ihnen in der Halbzeitpause gesagt, ihr müsst an eure Chance glauben und ihr müsst sie suchen. Hier rücken sie fast kollektiv zunächst mal mit vor.
Scheiße. Weit nach vorn gespielt. Johnny Evans. Sie schlagen ihn nach vorn. Was man ihnen hier vielleicht vorwerfen kann, ist mangelnde Kreativität. Oh, Mann. Jetzt aber. Oh, fuck, Alter. Da hätte er sein Solo veredeln können. Es fehlt nicht viel und sein Torekonto wäre weiter angewachsen. Mal nutzt er seine Chancen, mal vergibt er sie, aber eines muss man ihm lassen. Er erarbeitet sie sich immer wieder. Müller. Viel besser. Oh. Yes, Alter. Yes, yes. Der Abstand vergrößert sich. Das war wichtig. Einfach unhaltbar. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig. Kompliment. Deutschland. Jetzt mit einem ganz bequemen 2-Tore-Vorsprung. Also ich lege mich mal fest, mit diesem Vorsprung im Rücken müssen Sie schon eine Menge falsch machen. Jawohl. Und Sie bekommen hier den Freistoß. Oh ja. Deutschland nimmt noch keine Änderungen am Personal vor. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Er schlägt ihn nach vorne. Sehr schön. Shit. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Er versucht die Lücke in der Mist. Gut gehalten. Guter Lauf, rechts außen. Ob dabei was Zählbares rauskommt? Schade. Er versucht ihn da durchzuspielen. Wieder mal richtig gut verteidigt. Ein langer Ball nach vorn. Das ist Mario Götze. Oh. Stehen Sie wirklich stabil? Weiß nicht, ob er so richtig zufrieden damit sein wird. Was für ein Schuss! Schade. Johnny Evans. Nur noch eine Viertelstunde. Versucht die Gasse zu finden. Der kommt direkt vors Tor. Boah. Sauber verteidigt. Er versucht's alleine. Mario Götze. Blenden die alle. Wieder mal richtig gut verteidigt. Jetzt ist Übersicht gefragt. Er steckt ihn durch. Er steckt ihn in den. Oh, was? Eine Riesenchance. Du liegst klar hinten. Du brauchst eine Menge Moral, um dagegen zu halten. Und dann belohnt die Mannschaft sich nicht und lässt diese Chance liegen. Geschaufelt. Guter Einsatz auf der rechten Seite. Mal sehen, wie es weitergeht. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Rander, Mann, verdammt. Oh, lol. Der Posten rettet den Tor. Einfach mal weggedroschen. Absolut.
absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Müller, er treibt den Ball nach vorne. Scheiße. Langer Abschlag vom Keeper. Stehen sie wirklich stabil? Der war wichtig. Oh, Gott sei Dank. Ein langer Ball. Schön, wer den Ball nach vorne treibt. Was hat er wohl als nächstes vor? Yes, Alter. Pfeif ab, ey. Sauber verteidigt. Yes. Und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Heute stimmte einfach beides. Die Leistung und das Ergebnis. Sie haben den letzten Spiel wieder korrigiert. Nun sind sie wieder auf einem richtig guten Weg in Richtung Finalrunde. Sie haben den Sieg eingefahren. Sie haben knapp gewonnen und das, weil sie wirklich vor allem durch... Alter. Heftig. Geil. Oh Mann, ey. Müssen wir uns ja schön ins Zeug legen, ey. Verdammt. Müssen wir auf jeden Fall gewinnen, irgendwas, ey. Haut rein. Bis zur nächsten Runde.